Hey, ja, ich bin wieder gesünder, psychisch nicht, aber körperlich schon. Ja, es gibt wieder Neues vom schönen, lieben Kom grauenhaft, wie auch immer. Ja, wo fange ich an? Gute Frage, nächste Frage. Ich bin natürlich wieder super, super vorbereitet, wieder so zack, bum, bang, aber wie es dir kennt, ihr scheiß drauf. Wo habe ich das Board? Ach, das Board habe ich jetzt nicht hier, sieht so gut, bin ich vorbereitet, jetzt muss ich hier schnell durch. Sorry, Achtung, schnell, ich muss hier schnell durch. Ihr könnt ja wieder den Komro hier ansehen. Warte, ich lasse euch schnell hier gucken. Da, hier könnt ihr gucken. So, ich hole schnell das Board. Ja, es gibt so viele zu sagen. Hier ist das Board. Das ist das Board. Siehst? Cool, nicht, ne? Super. Das Board ist defekt. Ja, es ist defekt. Und an alle jetzt schon mal, wo sich so ein schönes Komro Gedöns gekauft haben. Viele Infos mit viel Gelaber. Darum jetzt liken, jetzt abonnieren und teilen und von mir aus noch Kommentare schreiben, was auch immer. Ja, danke, bitte, gerne. So. Ich hatte das Problem, wie viele andere Probleme, was ich bis jetzt habe und hatte, dass der linke, ihr müsst das mal schauen, an alle Komro, ach komm, grauenhaft, wo so einen Drucker haben, schaut mal, ob eure Stepper-Motoren von der Y-Achse circa gleich warm sind. Bei mir war es so, links war er wesentlich heißer wie rechts. Okay, wir kennen das Spiel oder viele sollten das Spiel noch kennen, so bei, wie soll ich sagen, wo die 3D-Drucker eingestellt haben schon etc. Ihr habt hier ja so die Potentiometer, also jeder, was sich nicht auskennt und so, macht's nicht, lass es sein. Jeder, was sich aber zutraut, den Multimeter zu nehmen, soll das messen, wenn er denkt, es ist zu heiß. Ich übernehme keine Verantwortung natürlich, wenn einer irgendwie einen Kurzschluss erzeugt, und es funktioniert nicht mehr. Also, aber ihr müsst einfach hier, geht ihr, ich glaube, das war's, müssen schauen, ich glaube, hier was bei Masse rauf, hier, ich glaube, Masse was. War es Masse? Man weiß es nicht genau. Aber bei einem Multimeter spielt das ja sowieso keine Rolle, der zeigt dann Minus oder Plus an. Hier einfach rauf bei dem Stromzufuhr fürs Board, wie auch immer, Masse. Dann könnt ihr mit dem Plus auf das Potentiometer hier in die Mitte oder auf der Seite rauf messen. Jeder, was sich hier auskennt, weiß es sowieso, aber ich habe es mal erwähnt. Auf jeden Fall war bei mir so, ich konnte alle einstellen, ohne Probleme, easy, wie es halt normal ist, ganz wenig, man sieht, zack, zack, man kann alles einstellen, alles supi, aber der Y hinten, der Steppermotor, konnte ich nicht einstellen. Da konntest du es drehen und machen, was du willst, no, nix, niente, nada. Okay, dann wusste ich auf jeden Fall, Potentiometer Kaki, weil er hat den Steppermotor mit 1,8 bis 1,85 Volt betrieben und der rechte war, glaube ich, lass mich nicht täuschen, 1,16, knapp 1,18, so irgendwie. Auf jeden Fall war der andere bei 1,8. Pi mal Daumen. Also wesentlich mehr hatte der linke. Wieder recht. Gut, ich habe es dann versucht, hier das Potentiometer habe ich dann umgelötet, ach das war's, habe ich dann umgelötet von einem anderen Board. Ich konnte es dann zwar irgendwie einstellen, aber hier stimmt wahrscheinlich so, wie es aussieht, der Ding nicht. Der Widerstand vom Pot, ich habe mir jetzt ganze Sets bestellt, falls wieder sowas ist, dass ich dann löten kann. Gutes Stichwort zum Löten, wenn man an diesem 3D-Drucker dran ist, sollte man wieder anfangen zu kiffen und sich ein paar Mal einen löten. Denn, ja, aber was soll ich eigentlich sagen?
Was soll ich sagen? Ich verstehe es nicht, wirklich. Ja, genau, an andere Comgro-Leute hier, oder Comgro, oder leck mich doch Krötzwies. Diese Firma gehört ja zu sowohl. Die haben sich fusioniert, die können zusammen. Ich habe noch viel mehr Sachen, weiß ich schon und so, aber ich weiß nicht, ob ich das alles sagen darf und so, weil ja, ich will ja keine Mitarbeiter irgendwie in die Tonne hauen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Man merkt das hier, man hat eine Idee, man hat sie vielleicht gut angefangen, man hat hardware-technisch das ganze Zeug ist wirklich, also ich finde es wirklich geil gemacht. Hardware-technisch, also Hardware rede ich nur stromlosen Dingen. Klar, ein Stepper 3 ist eigentlich auch ein Hard, Stepper-Motor etc. Und das ist wirklich auch Hardware, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine, alles was wirklich, ja, das Rustikale an dem Druck haben sie gut gemacht. Elektronisch, finde ich, haben sie es total versaut. Also wirklich, also in meinen Augen total versaut. Also, was soll ich sagen? Ich könnte politisch korrekt jetzt sein oder korrekt jetzt sein und sagen, da ich mir den Scheiß immer selber kaufe, scheiße ich auf politisch korrekt, denn ich habe es mit meinem eigenen beschissenen Geld gekauft und bekomme das nicht gesponsert, geschenkt und so, also kann ich auch sagen, wie abgefuckt beschissen im Prinzip die Technik an und für sich, also sprich die Elektronik, gemacht wurde. Und das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht und verstehe ich nicht. Denn, seht ihr ihn dann? Nein, ich hole, ach komm, ich nehme wieder die Kamera runter, dann mach wieder so. Ich hoffe, ihr entschuldigt das bitte, meine super professionelle Art. Hier ist jetzt ein anderes MOSFET verbaut. Oder ein Solid-State-Relais. Das war ja das Originale. Finde den Unterschied. Das Ding, das kleine, abgefuckte, winzige, unterdimensionierte Kackbratzen-Ding hier, hat die Größe von dem Kühlkörper von dem richtigen. Oder von einem richtigen MOSFET, würde ich jetzt mal so hier so das sagen. Ja, da haben wir mal genug, wie soll ich sagen, Reserven, wo es aushalten kann und nicht da das komische Fotzending hier. So. Gut, habe ich hier mal den reingetan. Supi, finde ich ja mal schon nice. Kommt jetzt zum nächsten. Ich habe es, ja, soll ich jetzt, ach komm, ich bin ja immer so nett und so und meine Videos sind halt nicht wie von Mpox und Co. 100 Jahre geschnitten und gemacht und viel aufwendig, weil ich meine es ja nicht aufwendig, da keine Lust lange zu schneiden etc. Das ist ja das originale Netzteil, das brutale 600 Watt Netzteil. Ich habe mir ein anderes besorgt, ich hoffe es ist besser. 1000 Watt Netzteil, auch von Mainwell. 1000. Und das fantastische Ding, klar, hat keine aktive Kühlung. Mal sehen, ob es eine braucht schlussendlich. Oder ob ich mir hier einen Lüfter oder irgendwas, da lasse ich mir schon einen Scheiß einfallen. Ja, was haben wir hier? Die Specs. Output bei 200 bis 240 Volt. 42 Ampere. Ja. Und das Ding, süße und niedliche 25 Ampere. Ja. Yeah. Ja, und das passt auch noch super rein. Fantastisch, das kleine Schwein. So. Was mir noch auf die Nüsse ging, also es ist wirklich leichter. Der Extruder ist wirklich, das ganze Ding hier, Extruder mit Hotten etc., ist wirklich leicht, super. Schön, schön gemacht alles, so finde ich. Was auch aber zum Kotzen ist, ich habe mir zwar jetzt andere bestellt, die gleiche Größe, wird wahrscheinlich vielleicht gleich laut sein, ich weiß es nicht, aber mit kleinen Kugellagern drin. Vielleicht ist es etwas leiser, aber glaube ich nicht, aber egal. Bei mir ist ja sowieso original hier schon ein Schaufelrädchen. Ihr seht das fast gar nicht. Wieso ist das immer so dunkel, wenn ich auf Filmen klicke und auf Fotos ist es immer viel heller. Heller von Sinn.
Aber ich hoffe, ihr seht genug. Auf jeden Fall ist hier ein Schaufelrad halb abgebrochen. Ich habe mir neu bestellt, bessere, hoffe ich zumindest. Und was noch interessant ist, klar, ich könnte mich täuschen oder irren, aber der Kühlkörper, was da drin ist, also noch bin ich zu faul gewesen, mir da alles auseinanderzunehmen hier, aber man sieht es dann, wenn ich die Lüfter hier wechsle, der Kühlkörper vom Hot End da hinten sieht aus so ähnlich von der Form wie ein Bambulab-Kühlkörper der Hot End. Also das Cold End vom Hot End. Nur ganz interessant. Aber eben, es wäre so gut oder vieles so gut verbaut. Und ich habe eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob die Vermutung sich bestätigen wird. Gewisse, was mir unter dem Video schon geschrieben hat, also ich weiß nicht, wie er heißt. Grüße an den armen Conro-Jungen hier, was auch so Probleme hat. Ich vermute, so schön wie hier die Abdeckungen sind hier, die was normal hier drauf sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die das Problem verursachen mit, genau, ich habe ganz viel gedruckt, solange er noch funktioniert hat. Nicht, dass ihr denkt, hey, der macht hier Videos so und hat nichts gedruckt. Nee. Also hier das Rohr. Das Rohr hat 450 mm. Also, ich denke, ihr seht, dass ihr es gut seht. Ja, Kamera, what the fuck. So. Also, er hat es wirklich schön gedruckt, komplett. Tutti quanti, von oben bis unten genau gleich. Keine Versätze, gar nichts und eben eine Wandlinie mit der 06er Düse. Kann man nicht motzen, super Sache, bin zufrieden. Den Kübel kennt ihr vom vorigen Video. Alles supi. Dann so die Testdinger hier. Auch die Überhänge. So, wenn ihr es sehen könnt. Kamera, hallo, hallo. Oh, abgefuckte Nutte. So. Warum du nichts scharf stellen, du? Je botte pitschko kurats matra, du. So, seht ihr es? Ja, ihr seht ein bisschen. Er hat es eigentlich nicht schlecht gemacht. 06er Düse, nicht vergessen. Keine 04er etc. Machen wir die Dinge hier so und die Überhänge und alles. Ja, ihr seht nicht alles, aber ihr seht, er hat es nicht schlecht gemacht. Finde ich gut, keine Probleme hier, auch die Überhänge, alles. Und da ja, Überhänge, whatever, egal. Und auch die Zahlen, alles wirklich, ja. Ich wiederhole mich, ihr wisst, mir egal. So, das Ding habe ich genau ausgedruckt und hier sieht man dann schon, ja, I don't know why. Seht ihr das? Ah, jetzt seht ihr das. Super, ja, lecco mio. Also das Muster ist hier nicht original auf dem Pfeil drauf. Also die Wellen der Wellen. Sieht nur, also wann es gewollt wäre, wäre es noch nice. Aber es sollte eigentlich keine Wellen überall haben. Das nur schon. Und dann kamen die Tausenden von Fehler. Versatz. Lauter abgefuckte Versätze. Was er kann, ist genau drucken. Er kann genau drucken. Mit wenigen Einstellungen hier. Das kann er. Und er hat es auch nicht schlecht gemacht. Also kann ich nicht motzen. Und auch die alles funktioniert, doch es bringt halt nichts, wenn es einen Versatz hat. Versatz sein Vater. Ihr seht? Ich hoffe, ihr seht es nicht so dunkel alles. Also dann tut es mir wirklich leid hier, darum das alles so dunkel ist. Wer mir helfen kann, wegen Einstellungen, bitte melden. Aber eben, Versatz. Versatz. Habe ich schon erwähnt? Versatz. Ja. Versatz. Ja.
Noch das zeige ich euch schnell, bevor ich den Kram hier weglege. Die ganzen Calibration Cubes sind wirklich recht genau. Kann man nicht motzen. Sind bei 20,03, 20,05. Also easy, gut. Das war viel Stringing und habe es dann kurz davor abgebrochen, dann, weil die Qualität sehr bescheiden war. Ja, okay. Habe ich euch gezeigt. Video wird wieder zu lang. Ich kriege die Krise. Zu wenig Likes, zu wenig Klicks. Komme nicht weit im Leben. Muss mich umbringen. So, aber egal. Ich habe eine Vermutung. Da, wo er wieder den Versatz gehabt hat, habe ich dann, wo ich den Druck abgebrochen habe, hier das bewegt. Und mir ist hier, genau wo immer gefahren ist, hat er so kurze, er hat gehangen, wie auch immer. Dann habe ich mal im eingebauten Zustand hier ein bisschen Trockenschmierung drauf getan und es flutschte dann besser. Jetzt habe ich das Ding heute mal weggetan. Das, ich weiß nicht, auf der Kamera seht ihr das wahrscheinlich nicht so gut. Seht ihr die dunklen Farben? Und das ist ja genau hier. Und es so ist, So. Genau hier, wo er immer das gemacht hat, immer die gleichen Bewegungen, wurde er hier dunkel. Und hier, also das seht ihr sehr gut. Ich probiere es, dass ihr seht. In der Mitte ist er wirklich dunkel, also verfärbt. Und hat auch Kratzspuren, was man mit dem Fingernagel auch leicht merkt, und eben verfärbt. Also, meine Spekulation hier, oder Verdacht, er wird hier zu heiß. Hier sind zwar so Gleitpads, hier sind auch so Kunststoffführungen, hier Gleiter, aber nicht eben so die Gleitpads hier, was sich anfühlt wie irgendwie Teflon. Hier sind normale Kunststoffdinge dazwischen, also das Blech geht ja so rein. So, dann sollte es irgendwie so, dann geht das hier unten wieder um, da, so. So, und so wird das Ding ja schlussendlich immer hin und her geschoben, wie auch immer. Und ich denke, er wird hier zu heiß und fängt irgendwie an zu, nennen wir es Kleben oder so. Also das ist nur ein Verdacht. Und dann hat er dann die Aussätze. Weil komischerweise bei den großen Dingen zu drucken, wo er immer wieder größere Bewegungen macht und weiter wieder wegkommt, so dass ich meine Theorie abkühlen kann in der Stelle, hat er den Versatz nicht. Hat aber kleine Dinge, wo er immer die gleichen Richtungen macht in einer kleinen Fläche, hat er die Versatzscheiße bekommen. Mein Verdacht ist, die Dinger hier werden zu heiß mit der Zeit. Also ich werde jetzt, das neue Board sollte vielleicht irgendwann kommen. Weil der Support von Comgrow ist wie ihre Videos auf YouTube. Die müsst ihr euch mal geben, die Videos. Ich bin ja kein Marketing-Experte und habe das nicht gelernt. Und ja, ich bin ja nicht der Check im Marketing. Aber ich finde ihr Marketing politisch korrekt. Beschissen. Weil sie zeigen irgendwelches komisches, sinnlose Zeug, kurze, sinnlose Videos, aber gehen ja nicht mal wirklich auf den Drucker an und für sich ein. Also sprich, ein Bedürfnis oder, wie sagt man Bedürfnis? Ein Bedürfnis zu erwecken, den zu kaufen. Weil das, was sie zeigen, kann ich mit jedem beschissenen Drucker machen, wo kleiner ist. Und gleichzeitig auch die Videos. Ich müsste halt einfach ansehen. Ich könnte da schon wieder abkotzen. Also wie schlimm die sind. Und genauso schlimm ist auch der Support eigentlich. Weil das Beste war, das erste Mal, wo ich sie schon penetriert habe. Ihr seht das vielleicht, wenn sie es nicht gelöscht haben. Gewisse Videos unten habe ich dann kommentiert auf Englisch. Auf die Art wie, hört auf mit den Videos hier. Warum macht ihr immer so komische Videos? Helft lieber den Leuten, wo Probleme hatten mit dem tollen Ding. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt den Faden verloren. Genau. So. Genau, jetzt hat der Faden ist wieder gekommen. So, habe ich mal die
irgendwann hat man mir dann auch geschrieben über oder ein Video oder mir geantwortet über ein Video. Und dann habe ich schlussendlich auch eine Antwort auf meine Mail bekommen. Also super, fantastisch. Und dann habe ich die ganzen Fehler aufgezählt vom MOSFET und dies, also der ganze Quatsch an und für sich. Und was ist zurückgekommen auf die Art? Ja, ich soll mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen. Hä? Was der? Willst du mir eigentlich einen Käuer oder so? Dann bin ich wieder, also dass sie mich nicht falsch versteht. So wie ich in den Videos eigentlich rede, wenn mich was ankotzt, so schreibe ich auch. Also, warum alles verschönern, wenn es kacke ist einfach. Also, und ich bin auch so penetrant, also ich bin ein Scheißkunde. Also wenn ich unzufrieden bin, bin ich wirklich sicher ein nerviger, abgefuckter Scheißkunde, dem man am liebsten das Ding, wo er gekauft hat, ganz tief hinten reinschieben will, bis es irgendwo aus den Ohren aus oder raus eitert. Aber da ich das selber zahle, kaufe, will ich auch Hilfe bekommen, weil es ja so scheiße aus dem Werk kam. Es ist ja nicht so nach irgendwie 30 Stunden, nach 3000 Stunden oder so, dass ich dann Probleme habe und dann Mimimi mache, sondern das kommt ja schon defekt zu mir. Also, ihr wisst, was ich meine. So. Wieder lange Rede, kurzer Sinn. Leck mich am Arsch. Ey. Die ganze Zeit so lange Videos, obwohl ich versuche. Krieg ich das Tourette-Syndrom hier. Oder Tourette-Syndrom. Egal. Auf jeden Fall, lange Rede, wieder kurzer Sinn. Es sollte jetzt ein neues Mainboard kommen. Ich hoffe es. In 2 bis 3 Wochen sollte es kommen. Also, man fühlt sich hier als Kunde wirklich super aufgehoben. Man hilft dir schnell, man schickt dir schnellstmöglich die Sachen, dass du ja zufrieden bist und weiterdrucken kannst. Achtung, Ironie. Ich finde es zum Kotzen, wirklich, also wirklich zum Kotzen. Ich finde es so schade. Ich finde es wirklich schade. Das Grundprinzip finde ich ja so super. Und sie haben es voll verkackt. Ich müsste mal überlegen, hier sind ja die 4 Schrauben, die kleinen. Da sind so Gleiter drin, so Führungen, so Kunststoffgleiter. Die Gleiter haben sogar, im Kunststoff sind sogar die Schmelzmuttern drin. Das sind nicht irgendwie, sagen wir, Blechmuttern hier oder so Spackschrauben, sondern das sind wirklich normale Gewinde. Da hätten sie auch Spackschrauben nehmen können. Aber nein, sie haben Gewindeeinsätze drin im Kunststoff. Aber sie hat wirklich überall, das ist es, das ist es. Sie hat überall immer Gewindeeinsätze. Überall, wo du hinschaust im Kunststoff, Gewindeeinsätze. Sie haben sich die Mühe gemacht, Gewindeeinsätze zu benutzen. Sie haben vieles versucht, oder am Anfang, vielleicht war das der Anfang, haben sie Motivation gehabt, haben sie was versucht, so kommt es mir vor, so, ja, und dann irgendwo ist vielleicht der Chef XY gekommen oder das Geld ging aus oder was auch immer, egal. Und dann sagte man, hey, schnell da, hier, Motherboard, rein damit, zack, Kabel rein, schnell, zack, zack, und Uzi. So kommt es mir vor. Kurz vor Ziel hat man dann einfach irgendwie alles reingeschmissen und dann, da, ciao, verkaufen diese. Schade, wirklich schade. Somit würde ich keinem im Moment empfehlen, meine Dinge, wir reden schon wieder 24 Minuten, danke für das Gelaber, würde ich im Moment keinem empfehlen, den zu kaufen. Ich persönlich. Wenn jemand basteln will, kauf ihn. Wenn jemand ihn kaufen will, wer das so geil findet, wie ich das Metall hier, weil das ist ja auch Metall, das ist alles. Finde ich ja geil. Dann soll er ihn kaufen, wenn er basteln will. Will einer einen Drucker haben für große Flächen und der will einfach nur drucken und es so einfach wie möglich haben und zuverlässig, der soll sich ein Neptun 3 Max kaufen, günstiger, und der druckt einfach und hat
nicht ein viel kleineres, ein viel kleiner Druckfeld sind. Ich glaube 250, ihr habt dann vorbehalten, sind es 450 oder 420, egal. So einen hatte ich, der hat 70 Stunden Druck gemacht mit, glaube ich, 3 oder 4 mal Filamentwechsel, ohne Probleme. Ohne Probleme. Ja. Und der schafft nicht mal 5 Stunden Druck. Und er fickt sich schon an. Und hat Versatz. Und. Nee. Also, wenn ihr einen zuverlässigen Drucker wollt, kauft diesen nicht. So wie er jetzt im Moment ist, Gacki. Support. Gacki. Geschwindigkeit, Versatzteile. Gacki. Und sonst? I don't know. Also, ja, das ein kurzes Video. Eigentlich wollte ich ein 15-Minuten-Video machen und euch nur schnell reinhauen, was hier jetzt faktisch und was nicht. Ja, ich schaffe es einfach nicht. Und ich werde es nie schaffen. Also, egal. Aber hey, danke für die ganzen neuen Abonnenten. Ich bin endlich mal über 800 gekommen. Jetzt peile ich die 10.000 an, um dann die Weltherrschaft an mich zu reißen. Und ja, können alle wieder sagen, er ist wieder da. Ja, ich denke, das ist alles, was ich euch im Moment sagen kann. Wenn das neue Board gekommen ist, ich bin mir überlegen, hier noch Gelaber wiederum, ich bin mir überlegen, soll ich das neue Board wieder hier reinbauen, was da kommen sollte, irgendwann zwischen Weihnachten, Neujahr 2035, oder soll ich ein anderes Board einbauen? Ich habe gewisse Boards jetzt bestellt, oder auf AliExpress, wie auch immer. Ich bin nur am Überlegen. Ich kenne Mimic Clipper wirklich nicht wirklich gut aus. Und ich bin jetzt dran mit so Raspberry und das Zeugs und ja. Aber ich überlege mir, ein Board, ein MKS hätte, oder wieso macht er jetzt hell? Jetzt macht er wieder dunkel. Bist du behindert? Ich habe ein MKS Skipper V1 auch hier. Oder Skipper. Ja, ich glaube Skipper heißt es. Ob ich das einbauen soll oder ein anderes und das Board weg. Ich finde das Board so oder so schon. Mal sehen, ich gucke. Wenn die anderen Boards davor sind, werde ich wahrscheinlich irgendeins von diesen nehmen, was mir sympathisch ist. Ansonsten baue ich das Original einmal ein, bis es wieder hin ist oder keine Ahnung. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das ist der Stand im Moment. Er steht hier rum, macht's nicht, macht nichts. Und ja, macht mir riesen Freude. Also tolles Ding, tolles Ding. Was kann ich euch noch sagen oder zeigen? Ich denke im Moment nichts. Da wird es wieder 30 Minuten und somit Türelü, ciao mit Ü. Wo habe ich die Fernbedienung? Da drüben. Egal. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es war nicht so langweilig und ja. Ja, es gibt nichts mehr zu sagen. Also, tschüssi. Ach, hier ist die Kamera. Tschüssi.